Also, unser Projekt war Cozy Game, das ist also ein Spiel quasi, und was wir genau damit meinen, erzählen wir euch heute. So. Ja, also vielleicht fragen sich manche, ja, was soll das überhaupt? So, was soll das Spiel bewirken? Wir haben uns dafür entschieden, dass dieses Spiel beibringen soll, etwas für die Umwelt zu tun. Und vor allem auch gegen Diskriminierung, weil das heutzutage ein schwieriges Thema ist. So, das Spiel, das haben wir relativ benutzerfreundlich designt und es soll einfach praktisch chillig sein, ne, weil stressige Games. Ja, auf jeden Fall, wie ist das Spiel aufgebaut? Wir haben, wie gesagt, uns dazu entschieden, dass das relativ entspannt ist, benutzerfreundlich, und wir haben versucht, eine relativ lange Story in das Spiel reinzubauen. Ja, Full Game coming soon. So, jetzt die Demo. Wie kriege ich das jetzt hin? Ja, so, geht doch. Also ja, ich zeige euch das jetzt mal erstmal das Spiel. Wir haben uns auf Pixel bezogen, weil wir wollten das so ein bisschen Zelda oder Mario-Style ein bisschen mehr anlehnen dran. Alt-Style, ja. Und wenn ich jetzt hier auf eine Person raufklicke, spricht sie halt, hoffentlich. Hey Robin, es freut mich, dass du zu uns ins Dorf gereist bist. Hallo Robin, ich bin die Beauty Queen Ken Gossip. Die besten Informationen, wie zum Beispiel Kleidungstipps, findest du bei mir. An sich würde das Geld kosten, aber da du zum ersten Mal hier bist, schenke ich dir deine erste Information. So, und jetzt kommt das Interessante. Also, ich kann jetzt das mit der Maus beeinflussen. Wenn ich die Maus auf dem Robin hier drauf lasse, wird es eine nette Antwort? Nee, wird es eine gemeine Antwort. Wenn ich die Maus aber von Robin wegnehme, wird es eine nette Antwort, glaube ich. So. So. Danke, ich werde nun hier wohnen, da meine Oma verstorben ist. Oh, ich hoffe, deine Oma hatte ein tolles Leben. So, das wäre die nette Antwort. Danke, ich werde nun hier wohnen, da meine nervige Oma verstorben ist. Oh. Ja, wir haben. Warte, wir haben noch was. Wir haben noch was, wartet. Ja, was ich noch zeigen wollte, ist die App, mit der wir die Pixel gemacht haben. Also hier die verschiedenen Designs. Manche davon sind auch nicht in die Präsentation reingekommen, wie das hier. Ja, aber weiter mit der Präsentation. Was waren unsere Probleme? Einen guten Game Engine zu finden, das war am Anfang echt schwer, weil uns wurde einer empfohlen, aber wir haben es einfach nicht begriffen. Dazu das Design. Schwierig, wenn wir nicht wissen, wie das Programm funktioniert, und wir mussten es über Nacht herausfinden. Das Programmieren, ja, haben es hingekriegt. Die KI-Stimme generieren. Programm finden, niemand konnte uns eine Antwort geben. Wir haben es aber herausgefunden. Unsere Lösungen versuchen. Scratch, wie gerade gezeigt, haben wir das benutzt, um es zu programmieren. Pixel Art, um das zu zeichnen, damit, und es ist auch einfach zu benutzen. Die KI-Stimmen haben wir bei 11 Labs benutzt, und wir haben probiert, Wingle Trinary zu benutzen, aber ging halt nicht. Also was wir gelernt haben, ist halt Pixelart, wie das funktioniert, wie man das am besten halt die Augen, das Gesicht, den Körper macht, klar. Und das Programmieren halt mit Scratch, welche Sachen man halt benutzen muss und so weiter. Aber am meisten haben wir Teamwork benutzt, also gelernt, so dass wir nicht aneinander
vorbei arbeiten. Zum Beispiel der eine macht Charaktere und der andere macht Charaktere und dann, das ist nicht passiert zum Glück. Aber ja. Und das war's mit unserer Präsentation. Falls ihr noch Fragen habt, fragt sie und danke fürs Zuhören. Applaus